Künstlers ist wichtig, denn ohne das geht es nicht und die Kinder müssen motiviert werden. Ich habe denen versprochen, der Rathausplatz tobt jetzt gleich. Wir fangen an mit unserem Tanzpaar. Lucia und Niklas, bitte aufstellen zum Tanz. Applaus bitte. Und zurück in die Reihen. Jetzt bieten wir unsere Minis, ne? Endlich große Bühne, Minis aufstellen zum Tanz.
unsere Minis. Und auf. Habt ihr super gemacht. Zurück in die Reihen. Schnell. So, das waren die Kleinen. Jetzt kommen die Großen. Große Tanzgruppe aufstellen zum Platz. Musik ab. Zum Wolkeplatz und unter uns der Puls der Stadt und der Jungfrau. Zurück in die Reihe. Meine Damen und Herren, die Jugend der Rheinischen Garde Blaupen ist. Ja, ich glaube, es ist überflüssig zu sagen, dass wir unglaublich stolz sind auf die Jugend, denn irgendwann, ne, wer will uns alte Köpfe sehen? Ne? Wir brauchen halt die Jugend im Karneval, das ist unsere Zukunft. Deswegen motiviert die Kinder, in den Karneval zu gehen. Karneval ist mehr als nur an der Theke stehen und Bier trinken. Karneval ist ein Kulturgut, das so wichtig ist fürs Herz. Bitte fördert die Kinder. Hat euch das gefallen? Ich sehe das genauso. Ich finde das hervorragend. Ich kann mich da nur wiederholen. Es ist so, die Kinder, die kommen, es ist unsere Zukunft, unser Nachwuchs. Da geht einem das Herz auf, aber nicht nur die Kinder, die sich hier engagieren und einbringen. Der Karneval würde nicht funktionieren ohne das ehrenamtliche Engagement von uns allen, von vielen Menschen, die sich dazu bereit erklären, ihre Zeit und entsprechenden Ressourcen zu investieren. Und liebe Janine, du gehörst genauso dazu. Und ihr kennt ja vielleicht diesen Satz, ja, Prinzengarde von 1928, das sind die Gründungsmitglieder, ist so ein Witz. Aber es gibt hier definitiv ein Gründungsmitglied der Rheinischen Garde 1968. Und das ist die Pippi. Komm mal hier vor. Das ist die Pippi. Sie ist seit 1968, sie ist wirklich, wahrhaftig Gründungsmitglied dieser Garde und sie ist die stolze Mama von der Janine. Insofern sehen wir auch da wieder, vieles ist Familie und so soll es auch sein. Aber wer von euch Interesse hat, sich am Karneval zu engagieren, es gibt ganz viele Anlaufstellen. Guckt ins Internet, wir freuen uns darauf. Rheinische Garde! Das war
war nicht abgefroren. Er muss ja irgendwie auch dahin kommen, dass wir hier nicht so viele Löcher haben. Aber das gehört auch eben mal dazu. Ja, was sich irgendwo auch entsprechend hier darlegen soll, Ehre, wenn Ehre gebührt. Und die Jungs und Mädels sollen jetzt in Ruhe auch von der Bühne runtergehen. So muss das sein. Das finde ich schön, dass da applaudiert wird für die Kinder, die jetzt nochmal da vorbeiziehen. Das finde ich klasse. So, nochmal ein Aufruf hier da hinten, die Passanten, die da so schüchtern in der Ecke stehen. Ihr könnt näher kommen. Wir sind hier alle eine Familie. Hier beißt keiner, hier ist keine Maskenpflicht. Ihr nehmt hier lecker was zu essen. Also kommt ruhig näher, ihr seid ja nicht irgendwie mal nur so in die Altstadt, ihr habt ja einen Grund. Dann bleibt einfach hier. Ne? Da hinten ist noch ein bisschen Platz. Hier vorne auch noch. Ich bin übrigens sehr froh, dass heute so viele von euch hier am Marktplatz sind. Denn wir haben ja durchaus auch eine Alternativveranstaltung, eine Konkurrenzveranstaltung mit der Fortuna heute. Und trotzdem ist der Platz hier voll, finde ich sensationell. Ich hatte eben auch einen von den alten Vorderen hier gesehen, Thomas Alloff ist aber da. Man ist nicht mehr da, dann kann ich jetzt sagen, der Held meiner Kindheit, meine Schweißnauer Pokalfeuer, den haben wir dann abgegeben, gegen den ersten Köln, da schickt er dann 2-1 und jetzt ist der bei uns in der Garde, Kinder, ja? So, ich höre gerade, bekomme gerade ein Signal, da kommt jetzt gleich die Ehrengarde und die Düsseldorfer Bürgerwehr, da übernimmt aber eben gleich hier mein lieber Kollege und wunderbarer Freund und ein ganz herzlicher Mensch, der wieder Fricke. Aber bevor ich jetzt das Mikrofon übergebe, noch einmal auf die Rheinische Garde. Treiber, Düsseldorf! Rheinische Garde! Rheinische Garde! Dankeschön. Gut, ja, vielen Dank, lieber Marco.